Heute ist ein ganz bestimmtes Thema so wichtig für uns. Es geht um die Sonnenblitze, es geht um Uranus, es geht um die Sonne, es geht um die Frage, kommen tatsächlich 3 Tage Dunkelheit? Was hat das alles zu bedeuten für die Erde, für uns Menschen und hängt das mit dem Aufstieg zusammen? Also bleibt dran, es wird sehr, sehr spannend. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Neriana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und eins der größten deutschsprachigen Online-Portale für spirituelle Weiterbildung. Und wenn du gerne immer die neuesten Nachrichten und Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann bitte ich dich, unseren Kanal zu abonnieren, damit du nichts mehr versäumst. Ja, und heute geht es um die Sonnenblitze. Ich kitzel es gerade an der Nase. Entschuldigung. Ja, also heute geht es um die Sonnenblitze, um Uranus und um diese 3 Tage Dunkelheit. Es ist, wie gesagt, eine Theorie. Es könnte so ablaufen, es könnte so passieren. Und ich möchte euch die gerne vorstellen. Man muss es einfach mal gehört haben, denn sie hat auch ja viele positive Effekte. Jetzt die Sonne. Ohne die Sonne können wir nicht leben. Die Sonne gibt uns Wärme, sie gibt uns Licht, ist lebensnotwendig für uns und wir sind auch eng mit ihr verbunden. In der Sonne sind bestimmte Energiecodes eingebettet. Und zwar kommt das aus Lemurien, von unserem Wirken aus Lemurien, als wir dort Lichtarbeiter waren. Schon immer waren wir Lichtarbeiter. Und dort vielleicht als Priester und Priesterinnen gearbeitet hatten. Daher kommen diese Sonnencodes. Zu diesem Lemurien, zu dieser Geschichte werde ich extra ein Video machen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal einfach nur auf dieses Szenario. Also es heißt jetzt, in der Sonne sind bestimmte Codes eingebettet. Sie tragen Informationen über unser Wissen, über unsere Fähigkeiten, sind sehr wichtig für uns, diese Codes. Und wenn ein Sonnenblitz geschieht, besteht die Möglichkeit, dass diese Codes in uns übertragen werden. Und das ist nämlich ganz toll. Sobald diese Codes in unsere Energie eintreten, also natürlich ist unser Einverständnis dafür erforderlich. Also wenn du sagst innerlich, ich bin bereit, dann wird es so für dich sein. Für andere Menschen, die das nicht möchten, wird es nicht so sein. Das ist deine Entscheidung. Aber wenn du dich jetzt, sagen wir mal einfach als Beispiel, dafür entscheidest, dann werden sich deine Fähigkeiten enorm entwickeln. Es wird so sein, wie du es noch gar nicht kennst. Also das ist tatsächlich auch unvorstellbar. Weil eben diese Codes übertragen werden, die von Lemurien kommen. Und damals hatten wir ja unsere vollkommene Kraft. Und ja, wie kommt es jetzt zu dem Sonnenblitz? Oder gibt es vielleicht schon Anzeichen? Also ein Anzeichen sind die Sonnenwinde. Die Sonnenwinde, und die hatten wir im März besonders stark gespürt. Also ich persönlich, und ich habe auch gelesen auf Facebook, viele haben davon berichtet, das war ein extrem starker Sturm, der hier bei uns alles durcheinander gewebelt hat. Und das ist die Auswirkung des Sonnensturms, der Sonnenwinde. Und das ist ein Vorzeichen. Solche Dinge kennen wir als Sonneneruption, das kennen wir. Und je häufiger das geschieht, wäre das ein Vorzeichen, dass ein Sonnenblitz geschehen kann. Ich weiß, im Moment ist die Sonne sehr aktiv und es gibt tatsächlich auch größere Eruptionen und Winde. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Ein anderes Szenario, was auch noch eintreten muss oder sollte, damit ein Sonnenblitz entstehen kann, ist unser Uranus. Ja, der Uranus spielt nämlich eine ganz große Rolle. Und zwar wisst ihr ja, jeder Planet hat so eine Umlaufbahn. Und der Uranus könnte aus seiner Umlaufbahn hinaus geschleudert werden durch einen Kometen, der ihn trifft. Das ist ein Szenario, was passieren könnte.
Und in dem Moment, wo Uranus getroffen wird von diesem Planeten, kommt er aus der Umlaufbahn heraus, steuert erstmal auf die Erde zu. Das ist ein ganz spannender Aspekt und würde dann die Kurve kriegen und auf die Sonne zusteuern. Und in dem Moment, wo Uranus mit der Sonne zusammenstößt, gibt es einen riesigen Sonnenblitz. Und dieser Sonnenblitz, der ist auf der Erde zu spüren. Man kann sich's kaum vorstellen. Er würde auf der Erde zu spüren sein, und zwar würden wir es würde dunkel werden und so ein Staub würde in der Luft sein. Und man sagt auch, man sollte dann zu Hause bleiben, Minimum 3 Tage. Das ist jetzt so eine Brücke zu diesen 3 Tagen Dunkelheit. Und wie gesagt, es ist ein Szenarium, eine Theorie, die so eintreffen könnte oder auch nicht. Davon sind unser Verhalten auf der Erde spielt eine Rolle. Die Zeitlinien spielen eine Rolle, je nachdem, was gerade manifestiert wird. Und wenn jetzt dieser Sonnenblitz uns diese 3 Tage beschert, das ist der Eintritt. Nach diesen 3 Tagen ist die neue Welt entstanden. Du würdest, wenn du nach diesen 3 Tagen rausgehst auf die Straße, es würde alles anders sein. Das ist eine Theorie, ja. Es ist nicht meine Meinung, es ist einfach eine Theorie. Man sagt, du würdest auf die Straße gehen, du würdest viele, viele Düfte riechen, die du vorher noch nie gerochen hast. Es wird also, deine ganzen Sinne werden sich in ihrer 100%igen Vielfalt dir offenbaren. Und auch die Töne, wir kennen ja die Tonleiter, die würde explodieren. Du würdest Melodien hören und Töne hören, die wir uns jetzt überhaupt nicht vorstellen können. Also es muss enorm sein, was da geschieht. Und wir hätten, wenn wir uns dafür einverstanden erklärt haben, Zugriff auf unsere Fähigkeiten durch die Übertragung der Codes, weil die werden durch den Sonnenblitz übertragen. Jetzt ist es kein Grund, in Panik zu geraten, sondern die geistliche Welt sagt, wenn so etwas Riesiges, Großes geschieht, ist es immer gut, in seiner Mitte zu bleiben, hochkonzentriert in seiner Mitte und neutral zum Äußeren, also nicht in die Angst hinein zu verfallen. Denn wir kennen ja unsere Medien. Die Medien, die spielen alles auf und schüren Angst überall, wo es nur geht. Und wenn jetzt Uranus aus seiner Umlaufbahn hinaus katapultiert wird, na gut, Sprachfehler. Wenn das so ist, werden die Medien das natürlich berichten, weil die Wissenschaftler beobachten ja unseren Himmel. Alles, was da geschieht, wird ja wirklich ständig dokumentiert. Und so würden wir das auch wissen. Und da wird natürlich Angst wieder geschürt. Aber man soll jetzt auch nicht in die Angst hineingehen, sondern eher neutral bleiben. Und ich hole jetzt nochmal aus. Wir haben die C-Welle, da war diese eine riesengroße Angst, die sich da über die Erde ausgebreitet hat. Die C-Welle hat viele Menschen dazu gebracht, ins Erwachen zu kommen. Das muss man sagen. Und von daher ist diese Welle etwas Gutes, denn wir kommen weiter im Erwachen. Und jetzt auch die Kriegswelle bringt sehr viel Angst auf die Erde. Auch das bringt einige Menschen zum Nachdenken und ins Erwachen. Auch das hat einen Sinn. Obwohl Krieg ist niemals gut, das wissen wir alle. Krieg ist das Schlimmste, was es gibt. Also ganz, ganz schrecklich, was im Moment alles so geschieht. Und jetzt hole ich nochmal aus zu Jesus früher, als Jesus lebte, gab es ja auch so eine große Angstwelle, so eine große, schlimme Situation, als er gekreuzigt wurde. Und Jesus war 3 Tage am Kreuz, so sagt es, so ist es überliefert worden, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist völlig egal. Aber diese 3 Tage, das ist wieder die Brücke von den 3 Tagen am Kreuz zu den 3 Tagen in der Dunkelheit. Ob das jetzt alles so eintritt, ob es nur ein Tag ist oder 2 oder keine Ahnung. Es kann sich, wie gesagt, immer noch ändern. Es ist ja eine Theorie.
Und damals hat sich durch dieses Ereignis, dass Jesus eben starb, eine riesengroße Welle der Erlösung auf die Erde gelegt. Und das war schon damals eine Anhebung. Und es wurde ja damals schon angestrebt, dass wir aufsteigen sollen, die ganze Erde, die ganzen Menschen. Und es hat nicht ausgereicht. Es war nicht ausreichend, diese Welle. Und jetzt haben wir verschiedene Wellen, in denen wir einfach ja schwimmen, mit denen wir mitschwimmen. Und dieser Sonnenblitz, das wäre eine riesengroße Welle der Energie, welche die Erde anheben könnte und welche tatsächlich das möglich machen würde, auf was wir die ganze Zeit hoffen. Und wenn ihr dann aus der Türe hinausgeht, wenn diese 2, 3 Tage vorbei sind, würdet ihr auch die Außerirdischen sehen. Und da kommt jetzt Aquariana ins Spiel. Denn sie hat uns gesagt, sie werden dann Menschen auf die Lichtschiffe holen und sie würden geschult werden. Also dann wird es richtig intensiv. Dann wird es das wahr, von dem wir uns die ganze Zeit wünschen, dass es schon wahr wäre. Natürlich sagt sie auch, wir werden auch gleich die Botschaft von ihr hören. Natürlich sagt sie auch, es werden im Moment schon einige geschult. Das ist jetzt auch schon so. Bloß dann werden es wirklich viel, viel mehr Menschen sein, weil es wichtig ist, die anderen aufzufangen, die jetzt Nein gesagt haben zu der Übertragung der Sonnencodes. Also es ist ein riesengroßer Schritt, der uns erwartet. Jetzt fragt ihr sicher wieder, wie lange wird das dauern? Das ist etwas, was man tatsächlich nicht beantworten kann. Aber wir können es absehen, indem wir die Sonne beobachten. Alles, was auf der Sonne passiert, ist wichtig für uns. Die Sonnenwinde, die Sonneneruptionen, die Vorzeichen und wir sollten dann Uranus beobachten. Also das sind Anzeichen, dass etwas geschehen könnte. Und wenn wir unseren Fokus darauf lenken, immer in unserer Mitte zu sein, ich bitte euch, das ist wirklich das A und O, dann kommen wir sehr, sehr gut durch diese Zeit hindurch. Also bitte auf keinen Fall in die Angst verfallen, weil sobald du Angst hast, gibst du die Verantwortung für dein Leben ab. Und andere Menschen können über dich bestimmen. Und das wollen wir ja sicher nicht. Ja, und wenn du jetzt gespannt bist auf die Botschaft von Aquariana, dann kann ich dir gleich sagen, du kannst mich auch persönlich kennenlernen, jetzt im August in Marburg, denn dort gibt es das spirituelle Treffen und dort werde ich dir neue Wesen aus unseren Außerirdischen vorstellen. Wir werden die neuesten Botschaften bekommen, wir werden die neuesten Techniken bekommen. Es wird so ein herrliches Event werden und wir haben Kontakt zueinander. Du kannst also dort auch mit mir persönlich sprechen. Schau einfach mal unter das Video. Dort ist ein Link. Dort kannst du dich anmelden oder einfach schon mal informieren. Ja, und jetzt geht's gleich los. Ich stimme mich ein. Ich nehme noch das Spray, das Plejadenspray, damit ich schön in der Energie bin und schick euch ein bisschen rüber, vielleicht spürt ihr schon, wie alles sich geändert hat, die Energie sich geändert hat und jetzt geht's gleich los. Liebe Menschenfamilie, geliebte Menschen, es spricht Aquariana von den Plejaden, die erste kosmische Schwester. Und ich breite den Segen des Lichtes über euch aus, um euch zu sagen, dass wir alle bei euch sind, um euch zu sagen, dass ihr von uns so sehr geliebt werdet.
Und so möchte ich dir ein wenig erzählen, wie wir gerade eure Erde sehen. Wir sind mit unseren Lichtschiffen in der Nähe der Erde stationiert, sodass wir, falls es nötig wäre, sofort einschreiten könnten. Wir werden den Himmel beobachten. Wir werden jeden Planeten genau beobachten. Und du kannst sicher sein, dass wir die Erde schützen werden. Wenn zum Beispiel dieses Ereignis eintreten sollte, dass Uranus aus der Umlaufbahn gerät, dann werden wir die Erde schützen. Und du kannst sicher sein, dass alles gut wird. Denn wir sind bei dir. Wir sind mit unseren Schiffen immer in der Nähe der Erde. Und wir können Uranus umleiten, sodass er nicht gefährlich für euch wird. Wir sehen die Konflikte und wir sehen auch die Liebe. Wir sehen die positiven Energien und wir sehen die negativen Energien. Wir wissen, dass dieser Kampf nicht einfach ist. Wir haben versprochen, den Menschen zu helfen, in die höhere Energie hineinzukommen, denn es ist wichtig, dass die Erde in die höheren Energien geführt wird, denn der Erde werden alle Wesen in der Milchstraße folgen. Deswegen haben wir unser Augenmerk auf euch gelegt, um euch zu unterstützen. Und ihr wisst, dass wir euren freien Willen achten, denn der freie Wille ist das, was euch von eurem Schöpfer sowie auch uns gegeben wurde. Wir sehen einige von euch, die jetzt schon so weit wären, die jetzt schon so weit sind, um von uns geschult zu werden. Und wir werden auch einige von euch auswählen und euch einladen, auf unsere Lichtschiffe zu kommen. Wir haben bereits alles vorbereitet. Aber auch wir können nicht sagen, wie lange dies dauern wird. Und so kann es sein, dass wir des Nachts, wenn du träumst, zu dir sprechen werden. Es kann sein, dass wir dich einladen und dann darfst du entscheiden, ob du mitgehen möchtest. Wir haben einige von euch auserwählt, von denen wir in der Lichtstruktur erkennen, dass sie bereit sind, diese Schulungen zu erhalten. Und wir wissen auch, dass es immer mehr Menschen werden und dass, wenn es dann soweit ist, dass die Aufstiegsphase ihren Höhepunkt erreicht, dass wir dann sehr, sehr viele Menschen aufnehmen werden und uns um euch kümmern werden. Wir tun dies voller Liebe und voller Wertschätzung, denn wir wissen,
wie diese Zeit, in der ihr jetzt gerade lebt, wie diese Zeit anstrengend ist und euch herausfordert, euch bis an eure Grenzen bringt. Aber seid euch sicher, ihr werdet es schaffen. Und die Lichtcodes, welche in der Sonne eingelagert sind, wir werden sie zu euch bringen. Und zu manch einem von euch werden wir diese Lichtcodes schon vorher bringen, denn wir benötigen Stützen auf der Erde. Wir benötigen einige Menschen, die 100% hinter uns stehen. Und diese Menschen werden wir auf allen Ebenen unterstützen. Wir erkennen diese Menschen an ihrer Ausstrahlung, an ihrem Licht und ihrer Liebe. Und so werden wir im Dienste des Lichtes wirken. Wir haben diese Aufgabe übernommen, die Menschen zu unterstützen. Und diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst. Und so möchte ich jetzt, ich Aquayana, euch den Segen des Lichtes auf eine andere Art und Weise übertragen, als wie ihr es von mir bis jetzt gewöhnt seid. Und so fließt der Segen des Lichtes in eure Herzen. Öffne dazu dein Herz und nimm diese großartige Energie an. Und so fließt der Segen des Lichtes durch deinen Körper hindurch, in jede Zelle hinein. Öffnet die Zellerinnerungen und löscht Negatives, was dich belastet. So nimm dir nun ein wenig Zeit, damit die Energien für dich wirken können. Der Segen des Lichtes wirkt heilend und tragend für dich. Es war mir eine große Ehre, heute zu dir zu sprechen. In tiefer Liebe, Aquayana, die Plejaderin. Geht es euch auch so wie mir? Ich habe so viel Hoffnung jetzt in mir, so viel Licht und so viel Freude auf das, was kommt. Und Aquayana sagt auch, dass dieses Licht und diese Hoffnung uns ganz große Kraft gibt, gut durch diese Zeit hindurchzukommen. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Und ich wünsche allen alles, alles Liebe. Habt eine gute Zeit und wiederholt diese Botschaft, wenn ihr möchtet. Denn umso mehr wird die Energie des Segens, des Lichtes euch aufbauen und unterstützen. Und wenn du immer gerne die neuesten Nachrichten der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du gerne hier draufklicken und meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Muah.